Läuft? Ja, läuft, okay. Ja. Ach Gott, ja! Schwank auf dem Leben. Frösche haben ihren Einsatz. Ja, ne? Es ist so. Ach, die Frösche, die Bienchen. Ja, genau. Die Bienchen. Ich glaube, ich muss erstmal die Frösche beruhigen gehen, oder? Ja. Weißt du? Ach, das ist jetzt einer, wenn die anderen anfangen, es geht richtig ab. Ja gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen Niveau in der Unterhaltung. Du lachst auch noch. Sag mal. Ja. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal wieder mit dem Bier an, oder? Ja, komm, wir probieren es. Wir fangen mit dem Bier an. Habt ihr einen Öffner? Ja, hier. Ja, hier, okay. Sonst. Ja, ich hab's Feuerzeug. Halte ich jetzt nicht so lange Coronator. Das ist auch nicht, wie ich den ganz zufälligerweise. Der Coronator? Ja. Aha. Der ist ganz einfach. Der hat 7,2%. Ach, okay. Scheiße. Damit desinfiziert er. Ja. Achso, genau. Alter, gut, dann geht's wieder los. Ja, erstmal ein Bier. Läuft die Kamera schon? Die läuft die ganze Zeit. Achso, die läuft schon. So. Tschüss. Ja. Herzlich willkommen im Fotogarten. Den Volker und mich, die kennt ihr ja schon, und heute haben wir ein Welde, also wir sind immer noch in der Nähe von Mannheim, also ein Welde-Bier. Nachdem ja Eichbaum uns noch nicht sponsert, haben wir jetzt mal ein anderes Bier genommen, das wir im Video zeigen. Vielleicht kommt ja Welde irgendwann und sagt, hey Jungs, ist gut, was ihr macht, also komm, hier habt ihr einen Kasten Bier. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, der Volker hat heute einen Coronator. Ja, ich falle aus der Reihe, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt im... Ja, und wir haben einen Gast heute. Wir haben einen Gast. Volker, wir haben einen Gast. Ja, das ist, also ich halte mal alkoholfrei zu hier, damit es nicht so ganz so auffällt. Ja, es ist wirklich ein ganz braver Typ. Der Jan, wir kennen uns aus der Eventbranche, ne? Schon Ewigkeiten, Ewigkeiten. Sag mal, wann war das erste Mal, wo wir unterwegs waren? Damals hat man auf jeden Fall deutlich weniger Zeit als jetzt gerade. Das war, ich glaube, das war Warschau damals, oder? Warschau, ja, stimmt. Und das war Ende der 90er, wenn ich mich recht erinnere. Und seitdem haben wir ja diesen Running Gag, wenn irgendein Problem auf Arbeit auftaucht, können wir ganz einfach sagen, easy going, wir haben Warschau überlebt. Nach Warschau, genau. Da waren die Grenzen auch noch nicht offen. Gell? Nee, das war, wir waren mit dem Nightliner, mit dem Wohnmobil unterwegs, mit dem Truck unterwegs. In Polen. Im Nightliner war die Toilette kaputt, die komplette Strecke. Da ist ja, das war doch da, wo dann die ganze Scheiße durch den Nightliner gelaufen ist. Ja, genau. Und ich so froh war, dass ich mit dem Wohnmobil hinterhergefahren bin. Ja. Ja, aber das war echt, das war Abenteuerland. Ja. Ich habe den VW-Bus gefahren, glaube ich. Rückweg nach Berlin. Auf Rückweg, ja. Zum Glück. War die Nummer mit den, mit der Plastiktonne, die unten ins Auto reingekommen ist. Ja, genau. Das, wir haben Funkgeräte dabei gehabt, glaube ich. Ja. Du bist vorausgefahren mit dem Franz. Ja, ja. Gott hab ihn selig. Mhm. Ich bin mit dem Wohnmobil hinterhergefahren, mitten in der Nacht auf der polnischen Autobahn, kommt auf einmal hier der Funkspruch, Brems! Und ich sehe nur, wie der vor mir so nach rechts zieht und dann kommt ein Plastikfass auf uns zugehüpft über die Autobahn, muss irgendein Truck vor uns verloren haben oder so, und knallt mir halt voll unten rein. Ja. Und dann sind wir ja an die Grenze gekommen. Wir hatten das große Problem, wir mussten ja am nächsten Morgen um 11 pünktlich im ICE in Berlin sein für den nächsten Job. Für Siemens war das da. Das kann sein, ja. Diese Riesennummer, wo es keine Projektoren in Deutschland mehr gab. Ja, ja, richtig. Weil wir alle dort hatten. Genau, ja, wir sind also an die Grenze gekommen, und das war ja noch mit Carnet und allem drum und dran. Und da war eine kilometerlange LKW-Schlange. Ja. Und dann haben wir uns ja vorgedrängelt. Ne? Und ich hatte ja, weil ich ja vorher schon in Warschau war zu dieser Vorbesichtigung, diese ganze Zeit, ich wusste ja, ganz wichtig sind ganz viele 10-Mark-Scheine in Warschau. Ja. Und ich hatte noch einige übrig. Und wir haben uns dann da vorne reingedrängelt, weil sonst hätten wir es einfach nicht geschafft, ja? Rechtzeitig in Berlin zu sein. Und da sind schon die Tracker ausgestiegen mit Baseballschlägern und so. Ja. Und dann habe ich dann meine letzten 10-Mark-Scheine noch verteilt. Und dann ging die Diskussion mit den Zöllnern los. Das Nummernschild war da bei dir. Weil das Nummernschild weg war, genau. Sie hat es, also uns ist da ein Fass unten reingeknallt. Ja, warum ich das Nummernschild dann nicht gesucht hätte. Dann habe ich gesagt, ich morgens um 3:30 auf einer polnischen Autobahn. Klar, da fange ich an, ein Nummernschild zu suchen. Ja, klar. Und dann haben sie ein Riesentheater gemacht und habe ich irgendwann den Fahrzeugschein genommen und habe gesagt, jetzt schauen Sie mal hier, das ist ein deutsches Auto. Das ist ein deutscher Fahrzeugschein. Da hinten ist das Nummernschild noch dran. Und seien Sie sich bitte mal bewusst, ich will aus Polen raus. Nicht nach Polen rein mit dem deutschen Auto.
Also alles gut, oder? Und dann haben sie uns fahren lassen. Und dann waren wir aber wirklich auf die Minute gerade so. Ja, total fertig, ne? Ja, nach 24 Stunden arbeiten. Und der dann Kollege, der Rotter saß, lag hinten drin mit so einer Backe, weil er Zahnschmerzen hatte. Wie blöd. Genau, und dann kamen wir da an und dann haben sie doch so Fotos von uns für die Sicherheitspässe gemacht. Ja, genau. Die sollten wir dann am nächsten Tag abholen. Das war super Nummer. Die sollten wir am nächsten Tag dann die Fotos abholen für die Pässe, für die Sicherheitspässe. Die haben die nicht mehr gefunden, weil wir komplett anders ausgesehen haben. Wir waren geduscht, rasiert. Mussten sie nochmal machen. Ne? Also, und dann hatten wir eine Bombendrohung, das war auch geil. Ja. Oh ja, stimmt. Ja, da gab es eine Bombendrohung für Siemens. Das war. Ja, da war irgendwie Hochkaräter angesagt, ja, Kanzler oder was weiß ich, was da kommen sollte. Ja, dann kamen die Jungs da mit den Bombenspürhunden, die kamen dann so hinten in den Backstage, wo wir überall waren, und überall Cases und Kisten und Kabeltrommeln und irgendwo alles. Und dann kam die Polizei da rein, sieht das alles und sagt, ist bei euch soweit alles in Ordnung? Und dann, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das der Rotter war oder wer auch immer, gesagt, wir, bei uns ist super, wir haben eine Bombenstimmung. Ja. Dann sind die gerade rumgedreht und sind wieder weggelaufen. Das war unsere erste Begegnung damals in der Branche. Ja, ja. Wie wann waren das? Das ist ja ewig her, oder? Das war irgendwie Ende 90er. Ende 90er. Mitte Ende 90er muss es gewesen sein. Mitte Ende 90er. Das war ja damals diese koreanische Autofirma. Daewoo. Kannst du dich erinnern? Ja, die haben so eine Werbung gemacht, immer nur mit roten Lippen erstmal. Eine Kampagne, wo man noch gar nicht wusste, um was es eigentlich geht. Lange ist es her. Ja, ist echt lang her. Ja. Die haben damals in Warschau das Werk von Polonez gekauft. Mhm. Polonez war ein polnischer Lizenzbau, die haben Fiat-Autos nachgebaut. Okay, ja. Und dann war das war so ein Slapstick, das war so grotesk, weil wir waren dann in der Fertigungshalle, wo die Veranstaltung stattfinden sollte, und da waren zwei Fließbänder. Am einen Fließband haben die Polen noch gearbeitet. Aha. An den Polonez, an den letzten. Und das ging dann so, okay, hier mal Schräubsche und da mal. Und das Band lief so in der Geschwindigkeit. Und direkt daneben war das erste koreanische Band. Das war so grotesk, sich das anzugucken, dazwischen zu stehen, zwischen zwei komplett verschiedenen Welten. Ja. Mhm. Und dann waren wir ja auch, es waren ja mehrere Veranstaltungen, das eine in der Uni. Ja, ja. In der Uni, dann im Werk halt. Im Werk. Im Werk, genau. Und in der Uni war Pressekonferenz und so weiter. Und da weiß ich noch, da waren wir beim Proben mit den Daewoo-Leuten, mit den Koreanern. Ja. Und da war oben so eine Galerie, so ein Umlauf, und da hatten wir die ganze Technik stehen, die Pulte und alles. Okay. Ne? Und ich stand da gerade neben dem Kollegen vom Ton und der sagt zu mir, leg mal die nächste CD schon mal ein und so. Und ich drücke auf den CD-Player, auf E-Check, und der Schacht kommt so halb raus und es macht fupp und der komplette Strom ist weg. Wie lange brauchst du da oben rum, hinter die Bühne, wo die Stromverteilsicherung wieder reinmachen und so? Okay. 3 Minuten, keine Ahnung, wie lange du so einen Weg brauchst. Läufst ja auch recht schnell in so einer Situation. Als ich da unten ankam, hat die komplette Stromstation gefehlt und war geklaut. Da lagen nur noch die Kabel so. Die abgeschnittenen Kabel lagen da noch. Ja, fertig. Und eine Kiste wirklich, also so ein Teil von Kiste, bestimmt 200 Kilo schwer oder sowas. Weg. Einfach weg. Da war nichts. 3 Minuten. Weg. Ja, das hat zusammengeschweißt, gell? Ja. Das hat so richtig zusammengeschweißt. Ja, also da kannst du dann wirklich getrost davon ausgehen, wenn du Warschau überlebt hast. Das stimmt. Wahnsinn. Ja. Das war auch das erste Mal, dass ich einen Asiaten schreien habe hören. Der Koreaner, ne? Als er die Bühne gesehen hat, den Bühnenbau. Warst du da dabei im Werk? Das weiß ich nicht. Da war die Abnahme, du warst ja in der Uni. Ich war ja im Werk. Ja, ich war ja im Werk, war ich auch oft. Ja, dann irgendwo kam dann, der Bühnenbauer hat dann das Zeug dahingestellt und dann kamen nachts die Maler und haben die Bühne angemalt. Mit komplett falscher Farbe. So, und das nächste war, wir hatten ja da damals nicht diese LED-Wände, wie wir sie jetzt haben, sondern diese Fresnel-Scheibenteile mit dem Projektor hier. Mit 16 Projektoren, die da einzeln einstellen. Yes, das Wahnsinn, das war der Wahnsinn. Ja. Und diese Scheiben, diese Fresnel-Scheiben waren elendiglich teuer. Und die haben da halt nachts, haben die das nicht abgeklebt. Nein. Ja. Dann haben die halt einfach fleißig da über die Kanten gestrichen. Ne? Und dann kommt morgens der Koreaner rein, stellt sich vor die Bühne und fängt auf Koreanisch an zu toben. Und dann habe ich gedacht, was sagt der denn jetzt wohl gerade?
Und dann kommt der Bühnenbauer und dann ging das da hin und her und ging hin und her und irgendwann kommt der Bühnenbauer und greift sich so ans Herz und dann ist er auf der Bühne umgefallen und hat einen Herzanfall gekriegt. Meine Güte, das waren Dinge. Ne? Aber an was ich mich auch gerne erinnere, ist mit Wolfgang Petri die Sache. Das war, also viele mögen ihn ja nicht irgendwo, aber das war eine tolle Sache, mit ihm zu arbeiten. Ja, ein ganz lieber Kerl, ein großer kleiner Junge. Ne? Nicht in der Lage, Geld aus dem Geldautomat zu holen. Ja. Das musste seine Frau immer machen. Ja, aber, die Rosi. Aber der hat sich, der hat sich halt wirklich gekümmert. Das war eine riesen Stadiontour damals. Mhm, war ja auch ein Phänomen, weil der war ja schon ewig auf dem Markt. Ja, und auf einmal ging es ab wie Sau. Ja. Ja. Und hat Stadien gefüllt. Ja, Hölle. Genau. Und da hat er aber wirklich, hat sich nicht nehmen lassen, in jedem einzelnen Stadion alles zu checken, ob für seine Fans genug Toiletten da sind und. Super bemüht und super freundlich und nett. Aber das Allergeilste war ja wirklich die Proben in Essen in der Krugerhalle. Mhm. Da ging es nämlich darum, welche Tonanlage benutzt wird. Und das war gerade damals die Zeit, hast du ja riesige Boxenfilme gebaut. Ja. Immer. Ja, ja. Ja. Und dann kam das erste Mal die Line Arrays raus. Mhm, das heißt, du hast nur noch 10% der Fläche gebraucht, der Boxenanzahl quasi gebraucht mit der gleichen Leistung. Ja. Weil es dann aktive Systeme waren, die halt eine ganz neue Technologie und du hast einfach keinen Platz mehr gebraucht dafür. Wir hatten aber drei von den Systemen auf jeder Seite nebeneinander stehen. Die Band hat live gespielt. Und wir haben vorne am Mischpult einfach per Knopfdruck auf die verschiedenen Systeme umgeschaltet, damit man den Unterschied genau hören konnte. Und natürlich war es so, dass dieses neue System, dieses Line Array System, das am besten geklungen hat und dafür auch die Entscheidung getroffen wurde. Okay. Und dann haben wir ihm aber gesagt, jawohl, aber das sieht dann trotzdem nicht so aus, weil wir haben dann nur noch diese zwei kleinen Bananen, die ganz großen Boxen links und rechts, die sind dann weg. Und dann hat er gesagt, und da bist du nämlich erst zum Spiel gekommen. So ist es. Dann hat er gesagt, das sieht doch total scheiße aus. Dann lass uns da so Videowände hinbauen. Und ich so, yes! Dann geht's los. Ja, dann weil da ist eine Stadiontour, Open Air war, musste es damals LED sein. Was komplett in den Kinderschuhen gesteckt hat. Also hatten wir noch diese Jumbo-LEDs, weißt du? Jumbotron, 35 mm Pixelabstand. Ja, ja, ja. Wo du heute bei 2,1 bist oder 1,9. Ja. Also die 20-fache Auflösung. Ne? Ja. Also du hast wirklich jeden einzelnen Pixel noch so richtig gesehen. Das war noch richtig. Ne, so richtig. Aber das war natürlich geil, weil das war nochmal ein heftiges Umsatzplus. Okay. Als die Love Parade in Berlin war, waren wir mit Wolle, Hölle, auch in Berlin, im Olympiastadion. Das war nicht mehr. Und dann sind wir da rein und wir haben alle gedacht, oh Scheiße, ist heute eine Love Parade, da kommt keine Sau. Keine Sau wird zu Wolfgang Petri kommen und Hölle singen. Andere Zielgruppe. Und bei uns ging es ja erst abends los, nachdem die Love Parade rum war. Und dann waren schon die Fans, waren alle schon da, aber das Stadion war halt nicht so richtig voll. Da passen noch 70.000 Leute oder so irgendwas. Ich weiß gar nicht. Riesiges Stadion, Leute, das kriegt man nie voll. Ja? Und plötzlich kommen so die ersten Sonnenblumenkinder rein. Und dann hat sich das komplette Olympiastadion mit Love Parade-Leuten gefüllt, ja? Die am Ende unten da standen, voll zugedröhnt mit ihrem Ecstasy-Scheiß oder sonst irgendwas und haben dann alle irgendwie gesungen, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hallo. Es war total geil. Und dann haben wir ja auch so, also Luftgitarren, ne? Da gibt es ja auch so Luftgitarrenspieler. Diese Überraschung mit den Luftgitarren bei Wolle, als die sind dann hingegangen und haben, ich glaube, irgendwie 50 Luftgitarren, aufblasbare Gitarren gekauft. Ja, und das wusste der Wolle gar nicht. Und zum Schluss, dann das letzte Lied, sonst irgendwo, wo es dann wieder, muss er da einen abgeschwurbelt haben auf der Bühne, ist das komplette Backstage-Team, alle, die irgendwie konnten, mit so einer Aufblasgitarre mit zu ihm auf die Bühne. Die wussten das nicht, ja. Die wussten das nicht. Wir alle auf die Bühne mit diesen Dingern, Kameras, Fischchen, alles. Und alle kamen raus auf die Bühne mit so einem Luftteil. Und ja, was auch sehr geil war, wir haben 1989 gab es diese großen Festivals in Deutschland. Rock Over Germany hießen die, glaube ich. Das war einmal in Hockenheim, Hockenheimring, und einmal in Lüneburg. Mhm. Also riesengroße Festivals, auch so richtig mit Tina Turner und Prince und wer da alles gespielt hat, Simple Minds, kann ich mich noch erinnern und so. Ja, ja. Und da war dann in Lüneburg, war es so, da habe ich am letzten Tag von diesem Festival einen Anruf gekriegt.
was ich denn dann jetzt dann machen würde, die Tage. Ich habe noch nichts Konkretes vor uns, weil ja, dann wirst du nach der Show vom Nightliner abgeholt. Oh. Und das war dann die Udo Lindenberg Crew. Ja. Und wir sind direkt, quasi direkt nach dem Mauerfall auf Osttour gegangen. Geil. Das war mit Udo heftig. Mit Udo ist großartig. Ja. Weil das war ja völliges Neuland. Ne? Das war nicht die erste. Also wirklich mit Produktion, mit zwei Sattelzügen voll Material, ein Nightliner voll Crew und so weiter. Das war im Osten ja noch nicht wirklich bekannt. Also wir haben in Spiders mal in den 80er Jahren für zwei oder drei Konzerte in der DDR. Aber da war das alles komplett halt straff durchorganisiert. Und wir hatten eigentlich mehr oder weniger nur die Backline dabei. Aber da war das halt das erste Mal, dass dann wirklich Open-Air-Bühnen gebaut wurden und Stromanschlüsse in deutlicher Dimension gebraucht wurden und so weiter. Das war echt Entwicklungsland damals. Also das war eine heiße Tour. Warst du eigentlich bei Rock am Ring auch dabei? Tausendmal, das war das. Ich kann mich nämlich noch mal erinnern, ich war in Vancouver, in Kanada, und kriege einen Anruf. Was machst denn du nächste Woche, sage ich. Ich bin jetzt gerade in Kanada unterwegs. So irgendwo. Bist du wieder zurück? Wann kommst du zurück, sage ich. Dienstag, Mittwoch, sagt er, super, Mittwoch, Rock am Ring. Sag ich, ich komme dann gerade mit dem Flugzeug an, gell? Ist egal, kannst ja direkt von Frankfurt zu Rock am Ring kommen. Na, ich also mit in Vancouver in den Flieger gestiegen und bin nach Frankfurt geflogen und steige in Frankfurt aus. Mega Jetlag. Und dann wieder halt einen Mietwagen genommen und bin dann Rock am Ring, Nürburgring gefahren. Da stand dann alles irgendwo in den ganzen Bühnen und Scheiß. Und direkt Koffer einfach irgendwo in die Ecke geschmissen, Kamera geschnappt und auf die Bühne drauf. Das weiß ich noch. Und dann irgendwie 3, 4, 5 Stunden Kameraarbeit gemacht auf der Bühne. Handkamera, ja, und dann bin ich einfach nur noch tot irgendwo umgefallen, habe mich hingelegt auf so einem Ballen-Molton, so einen schwarzen, und habe dann geschlafen. Ja. Das war damals so, ne? Ich habe ja auch oft Handkamera gemacht, ich habe Bildmischung oder Handkamera gemacht. Ja. Und einmal, das weiß ich noch, da war ich total abgepisst bei Rock am Ring, weil ich es echt nicht mehr ertragen habe. Du bist ja auch in einem unfassbaren Lärmpegel die ganze Zeit. Ja. Unfassbar. Und Metallica letzte, war da, das weiß ich noch. Metallica, das war direkt neben unserem Ü-Wagen, der Kanonenschlag, den genau du noch auf dem Mond gehört hast. Bei mir war es Aerosmith. Headliner, letzter Abend, Sonntagabend war das, letzte Band Aerosmith. Und ich war total abgepisst, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Man hatte also die Handkamera und eine Kabelhilfe. Und diese Kabelhilfe war totaler Aerosmith-Fan. Und wir waren in Ehrfurcht erstarrt. Komplett in Ehrfurcht erstarrt, saß er dann irgendwo auf der Kante vom Keyboard-Podest oder irgendwo saß er und sollte eigentlich darauf achten, dass ich mich frei bewegen kann, dass mein Kabel nirgends hängen bleibt. Weil aber meine Kabelhilfe so hochkonzentriert gearbeitet hat und ich dachte, wunderbar, ich kann einfach rumrennen. Bis es dann, ich hätte dann das Kamerakabel mit dem Karabinerhaken noch hier an der Gürtellasche angehängt. Und lauf so los, und es macht und halbe Hose aufgerissen. Super, dann war ich so richtig abgepisst. Ja. Und dann stand ich so neben dem Schlagzeug und habe Close-Up vom Schlagzeuger gefilmt. Auf einmal greift mich einer an der Schulter an und zerrt mich mitten auf die Bühne. Steven Tyler. Ja. Legt sich auf die Bühne. Ich knie so über ihm mit der Kamera und er hängt seinen gigantischen Waschlappen raus. 10 cm davon entfernt irgendwie. Dann hat es wieder Spaß gemacht. Der Hasselhoff, der Verrückte. Ah ja, David Freedom Hasselhoff. Tour, die Freedom Tour, das weiß ich noch, das war 91, das werde ich echt nie vergessen. Looking for Freedom, der ist der super. Und dann war er also mit seinem Kit, mit seinem Auto, das stand immer im Foyer, waren wir da auf Tour. Und das weiß ich, wir waren hier in Ludwigshafen in der Eberthalle und das war die zweite Tour schon. Also wir hatten bestimmt schon, keine Ahnung, 60 Konzerte gespielt oder sowas. Und Eberthalle ist was ganz Spezielles. Da kannst du nichts hängen, du musst alles ständern, weil die so ein Spannbetondach haben. Da darf man nichts reinhängen. Also keine Belastung haben. Mehr. Jetzt ist aber die Halle auf der einen Seite niedriger als auf der anderen. Das heißt, das, was du hinstellst, ein Lichtgerüst, kann natürlich nur so hoch sein, wie auf der kurzen Seite. Ne?
Und das Ganze sah dann halt alles sehr nach CinemaScope aus. So, bitte entschuldigen Sie die schwarzen Streifen am unteren oberen Bildrand. Und so. Sah wirklich komisch aus. Und der David kommt nachmittags zum Soundcheck in die Halle. Und ich gehe so zu ihm hin und sage, du, heute sieht es echt scheiße aus. Gell? Und er guckt so auf die Bühne und dann guckt er mich wieder an. Und ich habe so richtig gesehen, wie es arbeitet bei ihm. Und dann meint er, damit, du willst mir gerade erzählen, dass ihr das hier jeden Tag auf und abbaut oder was? Und ich so, was? Wie jetzt? Ja, natürlich! Wieso glaube ich dir nicht? Ich so, was glaubst denn du? Ja, das steht doch immer schon, wenn ihr kommt. Ich so, was glaubst denn du, warum hier 20 Leute rumrennen jeden Tag? Ja? Und dann habe ich ihm erzählt, dass wir halt morgens um 7 mit dem Aufbau anfangen und abends, und wir haben ja relativ früh, wegen der vielen Kids, immer relativ früh Show gehabt, glaube um 7 schon oder so, und dass dann gegen Mitternacht einfach der Truck wieder zugeht und dann geht es in die nächste Stadt. Und dann meinte er, ja, und wann schlaft ihr dann? Und wir schlafen im Bus, ja, während wir in die nächste Stadt fahren. Oh geil, ich will auch! Ja, im Nightliner. Ja, und dann ist er die nächste Nacht mit uns im Nightliner mitgefahren. Meinte natürlich, Party machen zu müssen ohne Ende, wenn wir unsere 3 Stunden Schlaf gebettelt haben. Ja. Und fand es so geil, dass er gemeint hat, das macht er jetzt immer. Gott sei Dank war es so, als wir dann um 7 am nächsten Morgen in der nächsten Halle ankamen, standen da schon Trauben von Teenies und Kids, die auf ihn gewartet haben. Und er hatte ja erst irgendwie 16 Uhr oder so Soundcheck, das heißt, er hat den ganzen Tag nichts zu tun. Und dann haben die halt den ganzen Tag den Kollegen da durch die Gegend gejagt. Ja? Ja, ja. Und dann meinte er abends dann irgendwie, hey, das wäre die geilste Nacht seines Lebens gewesen, da mit uns im Nightliner. Yeah, great! Und aber er nimmt doch wieder die Limo ins Hotelzimmer. Ja, da fällt mir noch eine ganz fantastische Produktion ein, die wir mal hatten. Das war in Aschaffenburg mit Whitney Houston. Kannst du dich noch daran erinnern? Das kann mich auch noch erinnern. Das war das entschuldigt jetzt bitte diesen Ausdruck, das war die beschissenste Produktion, die wir jemals hatten. Ja, das war ja so krass. Vor allen Dingen ihrer Vorgaben. Die Vorgaben von ihr und dann das Produktionsmanagement. Wie hießen die denn noch? Planet Entertainment. Oh, das weiß ich nicht. Erfolgreich verdrängt. Ja, die haben euch doch da in irgendeiner billigen Absteige im Bahnhofsviertel untergebracht. Wo der Wirt dann morgens irgendwo zum Frühstück, wo wir zum Frühstück runtergegangen sind. Es gab kein Frühstück. Und dann hat man halt mal beim Wirt geklingelt. Dann kam so ein Typ raus, ein Schießer Feinripp. Na ja, wie sieht's denn jetzt aus mit Frühstück? Na ja, ich gehe dann halt mal ein paar Brötchen holen. Das weiß ich nicht. Also, auch erfolgreich verdrängt. Mein, ja, weil ich mich noch gut daran erinnern kann, waren diese Vorgaben von ihr. Die Vorgaben. Weil du machst ja eine Großbildprojektion mit Kameras bei Konzerten, damit die Leute, die ganz hinten stehen, auch Details sehen. Ja. Das heißt, du arbeitest ja so close wie möglich. Das war aber von ihr verboten. Ja. Man durfte nicht auf ihr Gesicht drauf, man hätte ja eine Falte sehen können. Oder eine Schweißperle. Okay. Und dazu, das gleiche war übrigens mit Elton John dann, auch in Aschaffenburg. Ja. Und was dazu kam, und das macht die Arbeit natürlich nicht gerade leicht, sie und auch er, Elton John dasselbe, wollten keine Kameras sehen. Du musstest unsichtbar arbeiten. Ja, okay. Genau. Das heißt, du konntest keine vorne einfach hinstellen, gerade wo sie immer sind, und von vorne irgendwie schon Beschlüsse machen oder so. Handkamera auf der Bühne schon mal gleich überhaupt gar nicht. Das heißt, wir haben gearbeitet, wie mit Handschellen eigentlich. Ja? Yeah. Wir sind uns irgendwo im Gerüst von der Bühne versteckt oder so. Oder irgendwie sind hinterm Schlagzeug gekauert oder irgend sowas. Ja? Ja, und haben Bilder gemacht, die man sich alle komplett hätte sparen können, weil sie ja gucken, nur das Gleiche sehen, wie wenn sie live auf die Bühne gucken. Ja. Ich weiß nicht, in Aschaffenburg kam ja dann irgend so ein Fuzzi von der Produktion von denen aus Amerika. Und hat sich dann, wir hatten damals die Bildregie gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Der stand die ganze Zeit während der Produktion hinter der Bildregie. Und wenn dann irgendwie jemand zu nah. Das habe ich gemacht. Hast du das damals? Ja, ja, und dann ist er da. Nee. Die war dann schon, wir waren so, gerade mal so schwanger, gerade so. Ne? Da hat so ein bisschen Bäuchlein gehabt. Man durfte dann, glaube nach dem dritten Song durfte man gar nicht mehr close. Ja, weil sie dann geschwitzt hat, das Make-up ist wohl verlaufen und so weiter. Es hat ja auch in Strömen geregnet dann in Aschaffenburg damals. Ne? Und wir hatten so eine Regel, das ist eigentlich so bei Veranstaltungen, Musik und Business, die Hands, die helfen, die kaum Kohle kriegen für ihre Arbeit, die malochen echt, dürfen nach der Arbeit, die dürfen auch beim Konzert da bleiben. Okay. Das ist gar kein Thema gewesen. Und dann kamen die Amis
und haben gesagt, die müssen alle weg. Es darf keiner da sein, außer die Kerncrew. Mhm. So, und dann mussten die Jungs alle raus, wir mussten alle rausschicken. Dann kam die Whitney, ja, und dann haben sie extra einen Korridor gebaut, der mit schwarzen Plastikfolien abgespannt wurde, damit man sie nicht laufen sieht. Und im Catering-Zelt wurde dann ein Flatterband gespannt für die amerikanische Crew, die extra einen Service kriegen, und die deutsche Crew, die... Aber die komplette amerikanische Crew, die nichts getan hat. Ja, aber gar nichts. Ja. So, irgendwo, und dann kam so diese Ansage, und wenn ich irgendwo ein Rekordlicht sehe von einem Rekorder, ja, dann gibt es riesen Klagen und überhaupt und Tätere und dann... Ja, wir wissen heute noch nicht, woran es lag, aber irgendwann war plötzlich der Strom weg. War halt ein Kurzschluss im Regen, ne? Da stand sie dann halt mal eine Viertelstunde ohne Strom auf der Bühne und dunkel. Die kam ja dann keine 2 Meter mehr weit. Ne? So, und plötzlich war der Strom wieder da. Ne? Und da haben wir uns so gedacht, so kann es halt passieren, entweder weil es regnet oder man sich die Produktionskrew verkretzt. Wir wissen bis heute noch nicht, was es war. Bis heute nicht, was es war. Nein, wissen wir nicht. Ja. Aber mit Strom kann man schon tolle Sachen machen. Mit Strom kann man viel machen, ja. Mit Licht auch, ne? An und aus. Santo Stefano di Camastra. Ich habe nie vergessen. Nordküste von Sizilien, auch Albano Romina, auf dem Parkplatz vom Rathaus. Open-Air-Bühne. Und dann hatten wir ja so ein schönes Intro. Das heißt, ich habe ein Video zugespielt, wie die Kamera so auf die Erde drauf fliegt, dann verdichtet sich es auf Italien, dann verdichtet sich so auf die Stiefelhacke hinten, verdichtet sich auf Cellino San Marco, sein Weingut, verdichtet sich ins Haus, und dann kam ein Bild, wie die beiden quasi in der Garderobe sitzen, sich gerade fertig machen für die Show, und dann kamen die auch in den gleichen Klamotten live auf die Bühne. Das war das Intro für die Show. Mhm. Und während dem ganzen Filmintro hat der Keyboarder so ein bisschen Gesäusel drunter gelegt. Und wenn die dann auf der Bühne waren, Applaus war vorbei und so, hat der Drummer eingezählt zum ersten Song. Und das ging ja so, 1, 2, 3, 4, Klatsch, Fump. Das komplette Dorf dunkel. Komplett weg, nichts mehr. Kein Strom mehr, nichts mehr. Komplett dunkel, ja. Dann hat es etwa eine halbe Stunde gedauert, dann hatten wir wieder Strom. Und ich weiß nicht, die Worte so, Elettricista, dove corrente, wo ist der Strom? Dove corrente, ist auch schon mal passiert, dass einer einen Eimer weggekickt hat und dann sind 5 grün-gelbe Leitungen aus der Erde gekommen, voll unter Last. Aber alle grün-gelb, du wusstest nicht, was ist Phase, was ist Null. Dann haben wir es nochmal versucht, ja. Wieder Intro. 1, 2, 3, 4, Patsch, wieder halb Sizilien dunkel. Und dann haben wir die Hälfte Licht, Hälfte PA ausgeschaltet. Und dann haben wir uns seicht in diese Show hineingeschlichen. War dann aber auch schon 2 oder 3 Uhr morgens, bis es endlich dann losging. Ja, also ihr seht und ihr hört, wir haben aus unserer Branche, aus unserem Leben als Musikkonzert, Veranstalter, Kameraleute, alles was wir haben Geschichten erlebt. Es ist fantastisch. Wir könnten stundenlang jetzt weiter erzählen, aber das würde, glaube ich, diesen Kanal ein wenig überfordern. Vielen Dank, dass ihr erstmal dabei seid oder dabei wart. Vielen Dank, dass der Jan da war. Super. Gerne. Volker, schauen wir mal, wen wir als nächsten Gast hier zu begrüßen haben. Bleibt dran, wenn ihr mögt, was wir hier veranstalten und vielleicht uns auch sponsern wollt mit einem Bier für den Talk im Garten, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, schreibt Kommentare. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Talk im Garten. Macht's gut, bleibt gut drauf und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.